Hi Freunde, ich war jetzt ein paar Tage nicht auf dem Kanal, weil am Freitag gestern musste ich dann leider mal meinen 63. Geburtstag feiern. Ja, so alt bin ich schon, bin schon ein alter Typ. Heute helfe ich meinem Freund auf dem Feld die Ballen reinholen, bevor es anfängt zu regnen. Ihr seht ja, es ist ziemlich dunkel. Und entschuldigt schon mal, dass es so ein bisschen wackelt, das Bild, aber es ist halt etwas uneben auf dem Feld. Damit so einem dicken Deutz ist es natürlich jede Bodenwelle zu merken. So, das große Feld, das haben wir schon. Jetzt haben wir hier noch 2, 4, 6, 8, 10, 12. 14, 16, 18 Ballen. Ja. Mein zweitältester Sohn, der ist ja auch heute mit dabei. Der kommt gleich mit einem alten Case und einem Ballenwagen. Dann belade ich ihn und unten am Bauernhof wird er wieder entladen. So, wenn man da in der Ferne kann man das vielleicht sehen. Da haben wir die ganzen Ballen liegen. Aber da wird es auch gleich noch ein anderes Video zu geben. Dann seht ihr, wie viele Ballen wir jetzt reingeholt haben. Also das sind 3 Reihen. Also ich müsste jetzt lügen. Warte mal, das sind 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 30, warte mal, unten wären, dann, das wären unten 90, weil unten kommen 3 Ballen hin, das wären dann 90. Darüber, das sind 60, das wären 150, 180 Ballen ist ein Haufen, 180 Ballen mal 3, also der letzte ist ja noch nicht ganz fertig. So, das wären dann schon mal 360 bei den 2 vollen. Und dann müssten wir halt mal gucken, wie viel die anderen noch haben. Aber das sehen wir dann auch gleich. So, jetzt erstmal hier so ein bisschen die Gabel ausrichten. So, da hätten wir schon mal den ersten Kandidaten an der Angel. So, gucken wir mal, welchen wir als nächstes nehmen. Da liegt einer. Müssen wir dann gleich mal schauen. So, wie gesagt, es ist ein Deutz. Agrodron, ich glaube 6000. Müsste ich jetzt auch wieder lügen. Nein, ich gucke einfach. Es ist ein 6165 Agrodron von Deutz. So. So. Dann mache ich mal hier weiter. Mal gucken, ob ich noch ein Video nachher gemacht kriege. Damit ihr auf dem Laufenden bleibt. Aber es wird dann auch jetzt demnächst wieder mit den anderen Videos weitergehen. So, legen wir den schön daneben hier. Dann können wir beide aufgabeln. So, einmal Schalter zurück fürs Rückwärtsfahren. So, müssen wir mal Allrad reinmachen, damit es besser funktioniert mit dem Rückwärtsfahren. Und dann sehen wir weiter. So, ich bin dann wohl heute noch den ganzen Tag hiermit beschäftigt. Aber wie gesagt, ich versuche mich so bald wie möglich wieder zu melden. Bis bald, euer Donny. Thank you.
So, guck, dann haben wir die beiden schon mal am Haken. So, mit diesen Bildern bin ich dann mal weg. Bis bald.